Herzlich willkommen zur nächsten P2P Dive Podcast Runde Nummer 2. Nachdem wir beim letzten Mal den ersten Einschlag in P2P gesehen haben mit Kützal und wir geahnt haben, dass NWSTO kommen wird, sind wir heute bei Nummer 4. Dabei habe ich heute den Dirk. Ja, hallo. Und wieder mal den Philipp. Hi. Vorneweg wollten wir euch noch sagen, wir machen hier keine Anlageberatung, wir geben nur unsere Meinung wieder. Unsere Quellen sind alle nicht verifiziert. Wir können nicht garantieren, dass wir völlig falsche Informationen euch erzählen, denen wir auch aufgesessen sind. So, das war vorneweg. Starten wir gleich rein. Ich habe gesagt, zwei Plattformen sind dazugekommen. Vielleicht, Dirk, was haben wir da Neues auf dem Markt, was uns um die Ohren geflogen ist? Ja, das Jahr fing schon nicht gut an und es ging noch schlechter weiter. Wir haben jetzt noch Monetera und Groupier, die zwar offiziell noch nicht ins Reich der Toten gewandert sind, aber ich denke, es ist abzusehen, dass wir von beiden nicht mehr viel hören werden. Obwohl Groupier heute, also am 2. April 2020 haben wir heute, das sollte man vielleicht nochmal dazu sagen, haben sie noch mal eine Erklärung rausgehauen, die liest sich aber so ein bisschen wie die letzten Züge von Investio. Von daher fürchte ich, wir werden da nicht mehr allzu viel von den Mädels und Jungs hören, so dass wir also Monetera und Groupier, glaube ich, abschreiben können. Bevor wir uns die zwei neuen Kandidaten anschauen, würde ich sagen, gehen wir nochmal zurück in unsere alte Folge. Da hatten wir ja den schrägen Vogel Kützal zuerst und ihr beide wart ja mächtig unterwegs und wenn ich es richtig weiß, Philipp, du hast auch den Schritt zur Kripo gemacht, ne? Mhm, ich wurde eingeladen, sagen wir es mal so, ich wurde eingeladen zur Vorgeladen. Kripo. Ja, offiziell ist es tatsächlich nur eine Vorladung als Zeuge. Wirklich? Genau. Wow. Genau, aber davor bin ich tatsächlich, hat mich meine Entdeckerlust mal ein bisschen gepackt und ich bin mal auf Reisen gegangen, nämlich in die Pfalz und bin bei der Adresse, an der Herr Ganzin offiziell gemeldet sein soll. Das ist dann aber wieder Investio, ne? Ja, richtig, genau, das ist bei Investio. Aber trotzdem, jetzt fangen wir damit an, das ist dann da nämlich abgehakt, weil mehr gibt's dazu, glaube ich, sonst nicht. Ich war bei der Adresse mal ganz hin, war keiner da, kein Name am Klingelschild, die Nachbarn, die ich so ein bisschen abgefangen habe oder sowas, die haben den Mann auch nicht gekannt, die kannten das Bild auch nicht, etc. Also das habe ich dann auch so der Polizei gesagt, dass ich war sowohl für Kützal als auch bei Investo bei der normalen Polizei erst, um ganz normal Anzeige zu machen. Und ein bisschen später habe ich dann nochmal eine Einladung von der Kripo bekommen, die speziell bei Investio sehr, sehr, sehr interessiert waren an dem Herr Ganzin, beziehungsweise generell an allen Beteiligten, auch von Kützal, aber weil der Herr Ganzin halt eine deutsche Adresse, einen deutschen Pass angeblich haben soll, waren sie halt da dementsprechend sehr interessiert. Der Ganzin, da war doch der CEO mit dem Bild, wo man nicht sicher war, ob das aus dem Computer generiert war, oder? Oder was? Genau, war richtig. Das hat der Herr von der Kripo auch relativ schnell gemeint, dass das Bild doch nicht echt ist. Ja, das ist einem ehemaligen Popstar aus Russland aus den 80er Jahren nachempfunden. Also es ist sehr stark davon auszugehen, dass das Bild auf jeden Fall gefälscht ist. Ob der Pass auch gefälscht ist, muss man da mal schauen, ne? Könnte dann auf jeden Fall schwieriger werden, Firmen mit gefälschten Pässen zu übernehmen, aber nichts ist unmöglich. Ja, aber man wird da so schnell keine Neuigkeiten da jetzt erfahren diesbezüglich. Das ist halt der Fluch des Föderalismus. Die baden-württembergische Polizei oder Kripo, bei der ich war, müssen sich erstmal mit der in Rheinland-Pfalz auseinandersetzen. Und dann gegebenenfalls dann halt nochmal ins Ausland mit den ausländischen Behörden, aber machen wir da jetzt nicht unbedingt. Aber die haben sich immerhin gemeldet. Die niedersächsische Polizei hat seit Januar genau nichts bei mir gemacht. Also zumindest haben sie sich nicht bei mir gemeldet. Scheint sie auf jeden Fall nicht so zu interessieren. Jemand aus Bayern hat auf jeden Fall schon von der Staatsanwaltschaft die Mitteilung bekommen, dass die Ermittlungen eingestellt wurden, also auf deutscher Seite. Also es ist wirklich sehr föderal, dieses Land. Aber in Estland hat sich tatsächlich, oder Estland, Lettland, eins von beiden oder beide hat sich was getan.
bezüglich Kützal, wenn ich richtig weiß. Ja, da gibt's ja auch, das ist ja schon da vor Gericht gelandet. Und auch Investor ist ja mittlerweile vor Gericht, soweit ich weiß. Und bei Kützal ist so ein Liquidator eingesetzt worden. Und laut unbestätigten Quellen ist da auch irgendwie ein bisschen Cash gefunden worden auf einem Konto. Das sind anscheinend so 2,1 Millionen irgendwie, die haben, ja, die haben halt da gewartet. Ist natürlich nur ein Bruchteil, wenn das wirklich stimmen sollte. Aber das wäre halt tatsächlich schon mal was. Aber dieser Liquidator, der hat halt natürlich, ja, der will das Ganze erstmal liquidieren halt dementsprechend. Also sprich, der hat nicht das Interesse, dass das Geld den Investoren zufließt wieder. Habt ihr euch da bei dem gemeldet oder sucht der Investoren oder habt ihr es für euch abgeschrieben, das Thema? Ich persönlich, für mich habe es eigentlich abgeschrieben, aber trotzdem werde ich irgendwie nochmal den Versuch unternehmen, da zumindest mal meine Ansprüche, also wenn das wirklich alles klar ist und diese Informationen alle so stimmen, dass ich meine Ansprüche irgendwie dann halt doch nochmal geltend mache. Ja, muss ich aber selber erstmal schauen, an wen man sich dann dementsprechend richtet oder nicht. Aber letztendlich habe ich es abgeschrieben. Ich habe ihm mal eine Mail geschrieben, bis jetzt noch keine Antwort, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Und bei Investio, da ist noch kein Liquidator eingesetzt. Ich meine, da war ein Datum, das irgendwie am 7.4., also ist dann auch irgendwie in 5 Tagen irgendeine Entscheidung da vor Gericht getroffen werden soll, was dann da letztendlich passieren soll und was, ja, aber soweit ich weiß, ist da noch niemand bestimmt worden, nee. Das waren auch nur Informationen, die eigentlich, glaube ich, nicht an die Öffentlichkeit geraten sollten. Die hat aber ein italienischer Blogger, hat die irgendwie in einem Blogbeitrag rausgehauen. Wobei es auch schwierig sein dürfte, da irgendwas zu liquidieren, weil das war ja nur ein Briefkasten. Also die Frage ist, was bleibt übrig? Die Richtig. Ehemaligen Mitarbeiter sollen alle geflohen sein, aber das sind natürlich auch alles nur Gerüchte. Dubai steht da im Raum, wird dann gerade in der jetzigen Situation etwas schwierig mit der Rückführung, glaube ich. Richtig, ja. Macht vielleicht auch gerade keinen Spaß, im Ausland zu sein, wenigstens etwas. Es kommt immer drauf an, in was vom Land man dann gelandet, / gestrandet ist und wie das Gesundheitssystem da ist, ne? Ich glaube, in Dubai ist es nicht so schlecht und das Wetter ist auf jeden Fall besser als in Riga, okay. Kommt immer drauf an. Es gibt ja auch Leute, die mögen Regen, etwas kältere Temperaturen und jeder hat halt so andere Vorlieben, nicht wahr? Ja, Kützal, Investio haben wir jetzt, glaube ich, thematisiert. Wir werden euch da berichten, wenn es Neuigkeiten gibt. Aber aktuell ist halt alles irgendwie so ein bisschen vage und unbestätigt. Deswegen lassen wir es erstmal dabei, würde ich mal sagen. Aber die nächste Plattform oder die nächsten 2 Plattformen, die gefallen sind oder im Niedergang sind und die man mehr oder minder abschreiben kann, denke ich mal, sind ja Monetärer und Groupier und genau, zum Monetärer, wie war das? Wir sind da ja alle investiert, aber wie habt ihr das so erlebt? Ja, für mich haben sie erstaunlich lange durchgehalten, also für mich gehörten die von Anfang an zu den Plattformen, die sehr dubios waren. Und sie hatten ja dann auch noch mal diese Kontosperrung im Januar, war das schon, oder Februar. Mhm. Und sind dann aber doch noch mal zurückgekommen. Also das hat mich sehr überrascht. Da hat man ja, noch mal so auch gedacht, hey, das kann doch gar nicht sein. Sind die jetzt doch hier ernsthaft unterwegs und alles wird gut? Aber ja, leider hat sich dann doch die erste Befürchtung so mehr oder weniger bestätigt. Aber ich denke, wenn man sich die Projekte alle mal näher angeschaut hat, hat das niemanden so wirklich überrascht. Also ich denke, die große Überraschung war wirklich Groupier in dem Fall. Oder wie seht ihr das? Ja, ich lass uns noch zu Monetäre. Also ich meine, sie haben ja offiziell ja auch ganz einfach wegen Covid die Segel gestrichen, ne? Also so aus ihrer Sicht raus waren es ja nicht die Projekte oder sonst was, sondern sie sind überrollt worden von der Viruswelle, ne? Na gut, das bietet sich momentan ja als Ausrede quasi an und ich denke, alle Plattformen, die in den nächsten Wochen die Segel streichen, werden das halt als ihren Grund angeben. Ja, vor allem, ich meine, wenn man gelesen hat, dass so von wegen, das ist der Grund, aber wir wissen überhaupt nicht, wie es jetzt weitergeht, ist es ja eigentlich völlig klar, was das bedeutet, ne? Das ist nur ein billiger, vorgeschobene Ausrede. Ja, vor allem halt durch Corona, also wenn durch Corona wirklich Plattformen hops gehen, dann hat es ja mit der Liquidität zu tun und
wenn die schon so Bankprobleme haben und dann diesen Zahlungsanbieter, den sie dann da eingeführt haben, temporär Trustcom oder so irgendwie heißt der. Also ob es wirklich vertrauenswürdig ist, sei jetzt mal dahingestellt. Ja, aber das ist ja alles auf wackeligen Füßen so oder so. Ich meine, ich warte beispielsweise, wie auch sicherlich ihr oder andere Investoren, auf 2-3 Auszahlungen, die ich gemacht habe. Mhm. Und meiner Meinung nach sind die nicht betroffen von der Corona-Situation, weil die halt schon vorher angewiesen worden sind. Und die sind aktuell immer noch nicht da. Also warum? Das müssen Sie mir mal wirklich erklären, wie das in Zusammenhang steht. Ne, wenn das Konto, also das Geld auf dem Konto ist, sollte man es ja jederzeit auszahlen lassen können. Also richtig. Irgendwas scheint da auf jeden Fall mit der Buchführung nicht geklappt zu haben. Bei anderen Plattformen. Aber ich denke, das Geld ist weg. Ja, nicht bei allen momentan, muss man ja auch ehrlicherweise sagen. Ne? Ja, also es gibt positive Beispiele, wo man das Geld nach einer Viertelstunde auf dem Konto hat. Oder nach 3 Tagen. Aber es gibt leider momentan auch sehr viele negative Beispiele. Ja, richtig. Hauptsache, es ist überhaupt da. Ne? Das ist ja schon mal, ob es jetzt 3 oder 4 oder 5 Tage oder 15 Minuten geht, ist es auch irrelevant. Hauptsache, es kommt überhaupt. Ja, aber ich denke auch monetär werden wir wohl abschreiben müssen. Und es laufen doch auch die ersten Leute los und wollen gerichtlich vorgehen. Ne? Also es gibt schon so eine Gruppe, wo sich Sammelklagen bilden, wenn ich es richtig mitkriegt habe. Ich meine auch, dass ich ja irgendwelche Prozentwerte gehört habe, was man zuschießen muss, damit man mitmachen kann. Genau. Ja, 1,8% ist der aktuelle Zinssatz für die Beteiligung. Die erste Runde wurde heute schon geschlossen, aber es soll noch eine zweite geben. Also falls jemand interessiert ist, sich da zu beteiligen, können wir das ja nochmal verlinken. Wie bewertet ihr das? Also ich werde es nicht tun, weil ich habe da nur ein paar hundert Euro noch und das ist mir dann, lohnt sich für mich nicht, schreibe ich als Lehrgeld ab. Gerade dann lohnt es sich ja, weil dann ist ja die Gebühr sehr gering, also von daher. Ja, aber glaubt ihr, wenn er das sich einfach jemand wieder bereichern will an einem Thema und sei es die Anwaltskanzlei? Sei jetzt mal dahingestellt, ich hab's tatsächlich. Anwalt gewinnt immer. Ich hab's tatsächlich dieses Mal, ich hab mal mitgemacht, weil ich neugierig bin, wie das so läuft. Also ich werde dann auch mal berichten. Ich auch. Beim dritten Mal konnte ich es nicht mehr aushalten, da musste ich dann auch mal dabei sein. Okay. Nein, ich habe gesagt, ich mache bei Croupier mit, da tut es mir einfach auch weh, da kann ich mir das dann mal wirklich angucken. Ich habe sogar noch darum gebettelt, jetzt nochmal bei Investio einzusteigen, aber da zieren sie sich noch. Nee, das ist mein Lehrgeld, dass ich da so naiv aufgesprungen bin. Genau, Croupier hast du angesprochen, das ist ja die nächste Geschichte und die weitaus überraschendere fand ich, also für mich jetzt unabhängig von hier diversen Gerüchten und Vorwürfen, die immer mal irgendwo im Raum standen, jetzt speziell seit PeerDuck, die Ente bei Twitter aufgetreten ist, aber das war halt nie alles bestätigt worden oder sonst irgendwie, aber in den letzten Tagen, da ging es halt mal gut her, also wenn man da in diese Telegram-Gruppe oder Gruppen, die sich gegründet haben, mal reingeschaut hat und man hat mal einen halben Tag nicht geguckt, dann hat man halt mal 2000 Nachrichten verfasst. Wie habt ihr das so erlebt? War das für euch auch überraschend oder? Ja, es war schon überraschend auf jeden Fall, aber so, dass es so ganz die Saubermänner waren, so für mich nie. Also ich fand es immer ein bisschen komisch, auch mit dieser Kreditschachtelungsgeschichte, wo sie immer hatten, hier mit ihren kleingeschnittenen Entwicklungskrediten und Autoinvest und von der Historie her mit dem Viktor Kirchgästner, hier hieß der, hier Kitbau gegründet hat in Paderborn und als erstes mal seine Projekte auf Croupier rausgehauen hat und noch zig andere Unternehmen drin hingen und der dann sang- und klanglos verschwunden ist und auf Nachfrage hat man da nicht gehört, wie der da mit verstrickt war, nichts. Also das fand ich anfangs komisch, hatte dann aber später eigentlich den Eindruck, die haben sich positiv entwickelt. Abgesehen davon, dass es nie den zweiten Markt gab, die Plattform an sich auch nie wirklich gut aussah, eher rudimentär. Ja, aber es hat mich dann doch überrascht, weil die Projekte waren auch gut aufgemacht. Aber das kennen wir ja, dass gut aufgemachte Projekte gibt. Ja, ne? Richtig, das mit dem Zweitmarkt hat Dirk heute irgendwie recherchiert. Irgendwie, wann sollte da fertig sein? Also den Button für den Zweitmarkt gibt es, seit es die Webseite gibt. Und die große Ankündigung war, dass er am 1. März online gehen soll. Und zwar am 1. März 2017. Mhm. Also kurz nach der ersten Kreditvergabe quasi. Aber irgendwie hat das so in den nächsten 3 Jahren nicht so ganz geklappt.
Ja, also man könnte vielleicht sagen, so für dubiose Plattformen sollte man sich so im Hinterkopf behalten, wenn es so Buttons gibt auf der Webseite, die nichts bewirken. Also bei Quetzal kann ich mich so dunkel erinnern, da gab es immer so eine Statistikseite, da kam man auch immer so, ist in progress. Und bei Groupier, das war halt schon mittlerweile der Running Gap, der Zweitmarkt kommt gleich, aber ja. Leider ging die Seite dann doch eher offline, bevor der Zweitmarkt kam. Ne? Also sie haben wirklich sehr dubios angefangen mit dem Viktor, aber irgendwie scheinen sie sich das zu Herzen genommen zu haben und waren dann irgendwie in der Folge ein bisschen professioneller unterwegs und haben ja auch wirklich sehr viele Leute eingestellt. Also die hatten ja zwischenzeitlich 40, 50 oder noch mehr Mitarbeiter. Das Problem war dann aber tatsächlich Covid-19, weil die Krise kam und sie haben halt angefangen, Leute zu entlassen. Und da waren anscheinend die Falschen dabei, die dann etwas rachsüchtig waren und sich anscheinend an ihrem ehemaligen Arbeitgeber rächen wollten. Und jeder weiß ja mittlerweile, in Riga steht ein Briefkasten und der gehört einer Ente. Und wenn einem irgendwas bei einer P2P-Plattform nicht gefällt, wirft man da sein Briefchen ein, ne? Du meinst, das waren dann Rufmordkampagnen oder? Na, was heißt Rufmordkampagnen? Also, sie haben halt angefangen, Leute zu entlassen. Und jeden, den man jetzt offiziell fragt, oder was heißt offiziell? Also, alle Leute, die man noch so kennt, aus dem Support oder Marketing oder wen auch immer, die sagen natürlich immer, davon haben wir ja nichts gewusst. Wenn wir das gewusst hätten, wären wir ja da schon viel früher ausgestiegen. Das muss alles super geheim gewesen sein, aber ich traue der Sache nicht so ganz. Es gab dann halt auch Mitarbeiter, die halt nicht ganz so diese Story erzählt haben, sondern dann tatsächlich zur Ente gegangen sind und quasi mal ausgepackt haben, was da so gelaufen sein soll. Und ja, nachdem sich die Meldungen dann da so gehäuft haben, hat die Ente dann mal beschlossen, das zu veröffentlichen. Ja, wobei ich glaube, tatsächlich bei den normalen Mitarbeitern, also die jetzt nicht in der Führungsebene waren, hatte die Firma an sich, also solange sie halt dort gearbeitet haben, schon ein sehr gutes Standing gehabt. So Teamzusammenhalt, bla bla bla. Also so im Nachhinein ist das wahrscheinlich alles irgendwo vorgespielt gewesen, ne? Dass sie sich quasi die Mitarbeiter wie so eine Art Schauspieler irgendwie, aber die wussten halt nichts davon, dass sie eigentlich nur Schauspieler sind, gehalten haben. Truman Show, wenn das noch einer von euch kennt. Die ja, Truman Show. Richtig, so könnte man es tatsächlich bezeichnen, weil anscheinend war ja immer nur die obere Ebene eingeweiht in die ganz wichtigen Dinge, so wie man so am Ende erfahren hat. Ich glaube da nicht so ganz dran, weil ja, das weiß man. Wieso soll ich dann 40, 50 Leute einstellen als Schauspieler? Das kostet ja auch wahnsinnig viel Geld, ne? Ja, wenn die halt nicht wissen, dass sie halt Schauspielern. Und Geld war ja gut, genügend da, halt, solange eingezahlt worden ist. Es gibt halt gegenteilige Aussagen. Aber gut, am Ende wird der Richter entscheiden. Für mich haben die Videos von Bernhard Hummel, dem österreichischen Investor, den man so in der Szene ein bisschen kennt, weil er ein bisschen mehr in verschiedene Plattformen investiert hat als andere. Der war ja fort bei Groupier und hat ein paar Projekte besichtigt und mehrere Interviews gemacht, mit sehr kritischen Fragen teilweise. Leider hat er jetzt die Videos wieder rausgenommen, aus diversen Gründen. Kann ich aber nachvollziehen. Aber diese Videos haben bei mir so ein nochmal dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, es kann eigentlich nicht sein, dass die Co-CEO, die Ala Gisika, dass sie eigentlich wichtige Fragen einfach nicht richtig beantworten kann. Zum Beispiel die Frage, irgendwie, wer denn jetzt eigentlich der Besitzer, der Eigentümer des Unternehmens ist. und ja, das hat sie ja schon beantwortet. Ja, aber sie hat immer gesagt, sie ist die Eigentümerin, aber es war wirklich sehr strange und da müssen wir wohl dem Bernhard sehr dankbar sein. Liebe Grüße übrigens an der Stelle, dass er immer so kritische Fragen stellt. Also vorher waren ja mehr als ein paar Blogger auch vor Ort und keiner hat irgendwie so die richtigen Fragen gestellt, aber in dem Interview
ist sie dann doch sehr ins Schwitzen gekommen. Zumindest hat man so den Eindruck gehabt. Und vor allem, als sie dann ihre ehemaligen Arbeitgeber und sowas nicht aufzählen konnte und dann immer eine Stimme aus dem Hintergrund gesagt hat, nee, eigentlich ist das ja so und so bei uns und ach nee, wir machen das doch so. Also das war schon sehr strange. Ja, da hat ihn sein Gefühl, das Bernhards Gefühl hat ihn ja dann nicht im Stich gelassen. Ja, von daher hast du recht, kann man ihm da schon, auch wenn er sich jetzt selbst ein bisschen grämt, dass er das nicht vorher hat gesehen, aber man kann ihm oder muss ihm da schon ein bisschen dankbar sein, tatsächlich, dass es dadurch unter anderem auch aufgeflogen ist, weil sonst hätte das ja vielleicht noch ein bisschen länger dauern können. Ja, eigentlich schade, dass er erst so spät da war, weil vielleicht hätte man schon vorher aussteigen können, nicht wahr? Ja, ja, Lars hat es ja auch gesagt, er hatte ja auch eigentlich einen Termin dort bei Gruppier gehabt. Es wird es natürlich leider nicht stattfinden. Ja, die waren ja auch sehr fleißig, was so attraktives Zugehen auf Blogger anging. Ne? Also ich kann mich an die Investor erinnern, wie die da aufgelaufen sind. Da hat sich mancher geschmeichelt gefühlt. Ne? Ja, du meinst die drei Damen in ihren Gruppier-Shirts? Zum Beispiel. Ja. War sonst noch jemand da? Es waren doch nur die drei Damen, oder nicht? Ich habe mit niemandem gesprochen dort von denen. Natürlich. Deine Frau hört zu. Ich weiß. Nee, also mit Messepersonal, was inhaltlich wahrscheinlich null beitragen kann, habe ich mich eigentlich nie unterhalten, muss ich jetzt sagen. Niemals. Wobei ich finde das schon ein bisschen seltsam, da hat jeder mit diesen drei Mädels da gesprochen, aber als die zwei Investio-Mädels dann auf der P2P-Konferenz war, wollte keiner mit denen sprechen, also es war dann schon ein bisschen seltsam. Aber ja, gut. Wollte gerade sagen. War es da gut, aber noch offensichtlicher. Ein paar Fakten, was denn da so rausgekommen ist. Gruppier hat ja verschiedene Darlehensanbahner. Teilweise kennt man die auch von anderen Plattformen. Deutzer Blati zum Beispiel, dieser russische Anbahner, der ist bei Vintus und was weiß ich wo noch. Die scheinen auch echt zu sein. Da wurde auch auf Nachfrage bestätigt, dass die ihre Kredite zumindest mal platziert haben, dort auf der Plattform. Aber es gab halt auch eine Handvoll von Darlehensanbahnern, die nicht echt zu sein scheinen. Zum Beispiel Lineländer, Epic Cash und Monetria. Und wenn ich richtig informiert bin, sind die alle irgendwie so im Oktober 2019 irgendwie dazugekommen, so um den Dreh rum. Und auch ein älteres Projekt, Promenada, ich glaube, war aus Weißrussland, so ein Immobilienentwicklungsprojekt irgendwie, soll nicht wirklich existent gewesen sein. Und ein weiteres Immobilienprojekt aus Norwegen, das ist physisch wirklich da. Nach Kontaktaufnahme mit den Projektentwicklern kam aber anscheinend raus, dass die zwar, das kennt man ja von Kützel und Investio, dass sie zwar mit Gruppier gesprochen haben bezüglich einer Platzierung der Finanzierung auf der Plattform, aber dass es letztendlich gar nicht zu einem Agreement kam, sondern dass ja das über andere Quellen finanziert worden ist. Aber der Kredit ist halt trotzdem dort platziert worden und das Geld eingesammelt worden, das keine Ahnung, wohin geflossen ist. Nach Panama vielleicht, ne? Wer weiß es. Ja, das Promenada-Projekt gibt es schon. Das kann man auch auf Google Street View sich anschauen. Und da gab es ja wirklich... Das war das mit der Webcam. Ja. Keine Ahnung, wie viele Finanzierungsrunden. Ich glaube, über 2 Jahre tatsächlich. Hm. Aber das soll tatsächlich einer der Gründe sein, warum sie sich verhoben haben. Weil da sind halt keine Ahnung, wie viele Millionen reingeflossen und sie wollten es halt teurer verkaufen, aber vor Ort hat sich halt niemand gefunden, der da einziehen möchte, weil die einheimische Bevölkerung steht dem Ganzen wohl auch recht kritisch gegenüber. Und wenn man sich das mal auf Google anschaut, so ein komischer Glasaufbau in so einer historischen Altstadt, das sieht auch schon echt sehr strange aus. Aber ja, so ähnlich wie das Hotel von dem Victor in Paderborn, das kann man sich ja auch mal auf Google angucken, das sieht auch einfach so aus, als wenn es da nicht hingehört. Aber vielleicht ist es der gleiche Architekt, vielleicht war das die Strategie und sie ist einfach nicht aufgegangen. Ist das auch ein Architekturstil, ein neuer Deplationismus? Ja. Vielleicht werden nachfolgende Generationen sagen, was habt ihr diese Genies verkannt, aber... Ja, so ist es halt. Genau, du hast ja auch vorhin erwähnt, dass einige
ehemalige Mitarbeiter vielleicht doch nicht, oder nach eigener Aussage, von nichts gewusst haben, aber dass es vielleicht doch nicht so gewesen ist, also sprich, dass sie dann doch involviert waren. Da kann man zum Beispiel den ehemaligen COO nennen, den Vlads Filimonovs. Also wie gesagt, das ist auch nur anhand von Screenshots etc. aufgetaucht. Der hat eigentlich irgendwie schon Mitte letzten Jahres gekündigt, glaube ich, soweit ich weiß. Und ist jetzt, und da hat er seinen eigenen Blog und supportet andere P2P-Plattformen. Ja, aber irgendwie im Oktober ist er dann doch noch irgendwie in einem Mail in der Kontaktliste aufgetaucht, wo es genau um die Platzierung dieser Darlehensanbahner, die wir angesprochen hatten, Lineländer und Epic Cash unter anderem ging. Genau. Und das, also für mich las ich diese E-Mail so, als ob da gefälschte, ja, Darlehensanbahner platziert werden auf der Seite. So habe ich zumindest mal gelesen. Das kann man natürlich auch anders lesen, aber ja, das hat mich dann auch schon mal ein bisschen geschockt, nochmal dazu, muss ich sagen. Habt ihr da auch diesen Screenshot gesehen, beziehungsweise noch weitere Sachen gehört, oder? Ja, ich habe den auch gesehen. Liest sich nicht gut, aber man weiß natürlich auch nicht, ob das alles echt ist. Ja, das ist halt die Frage. Vielleicht, ne, möchte den guten Flat jetzt auch noch jemand reinreiten. Aber man weiß es halt nicht. Genau. Aber da sind wir wieder beim Punkt, wie auch bei Gützal, Investio, vermutlich monetäre auch, und Gruppier jetzt dann auch, kann man dieses Investment schon abschreiben. Selbst wenn da vermutlich halt auch noch ein paar echte Anbahner halt ihre Kredite platziert haben. Aber man weiß ja nicht, wo das Geld dann letztendlich gelandet ist, ne? Das ist halt immer so eine Sache. Ja, wie du schon gesagt hast, es ist gut möglich, dass es in Panama ist, weil der gute Viktor Kirchgessner hat dort eine Firma, und ja, Geld ist schnell überwiesen. Weil er angeblich seit 2 Jahren nichts mehr mit dem Laden zu tun hat, ne? Mit dem in Panama? Nein, mit Gruppier. Naja, es gibt ja familiäre Verstrickungen. Wie war das? Er ist der Onkel der Frau des CEO, also des offiziellen CEO. Ich glaube, so war's. Der offizielle CEO, also eigentlich ist übrigens der Bruder von der Ala Kisika. Das mal der Vollständigkeit halber zu erwähnen. Ja, auch ein sehr sympathischer Zeitgenosse, den man eigentlich so gut wie nie gesehen hat, weil er angeblich kein Englisch kann. Deswegen hat er auch nie Interviews gegeben. Was man davon wieder halten soll. Da hat er immer seine Schwester vorgeschickt, die zwar sehr gut Englisch kann, aber anscheinend nicht so gut Bescheid wusste, was da eigentlich bei Gruppier läuft. Also das sind da schon Familienverstrickungen, die man vielleicht gar nicht so genau hinterfragen möchte. Gut. Haben wir noch was zu Gruppier? Oder beerdigen wir das Kapitel jetzt damit? Was ich mich schon frage, ist natürlich, wie man sowas oder was für eine Lehre man für die Zukunft aus dem Ganzen ziehen kann. Weil ich weiß, Dirk, du willst am liebsten ganz P2P beerdigen jetzt auf einen Schlag, ne? Naja, so würde ich das jetzt nicht sehen. Aber mein Vertrauen in baltische P2P-Plattformen ist momentan doch etwas gesunken, um es mal vornehm auszudrücken. Ja, und ich denke auch zu Recht, weil wir haben jetzt vier Scampline erlebt. Wir haben ein Crowdestor, was die Kredite eingefroren hat für Monate, wo man auch nicht weiß, ob sie daraus wieder aufwachen aus dem ganzen Stadium. Kleine Neuigkeit dazu, da gibt es eine Umfrage bald, die per Newsletter rauskommt, dass jetzt 4 Optionen, wenn ich es richtig weiß, noch, wo es dann doch darum geht, für die Projekte, die zahlen könnten, dass die das dann halt doch machen. Ah, wollt ihr den totalen Shutdown? Ja! Ja, dann haben wir ja noch ein Wise Fund, wo wir auch nicht wissen, wie es da weitergeht wirklich. Also da, die hängen ja auch. Aber das läuft momentan noch. Ja, das. Also da habe ich mir vor ein paar Tagen noch Zinsen auszahlen lassen. Also zumindest die Zinsen kann man sich noch auszahlen lassen. Das läuft so. Das waren bei mir die erwähnten 15 Minuten. 15 Minuten nach der Auszahlung hatte ich das Geld auf dem Konto.
Ja, aber so ganz, ganz gutes Gefühl haben wir ja da auch nicht, würde ich jetzt mal Nee, sagen. So. natürlich nicht. Müssen wir jetzt alle dubiosen Plattformen aufzählen, dann landen wir am Ende wieder bei einer, die ihren Sitz in London hat. Also ich denke, das sollten wir ganz entspannt abwarten. Ja. Nee, aber ich wollte damit sagen, dass wir bei ganz vielen gerade kein gutes Gefühl haben. Und dann kommt ja noch dazu, dass wir bei denen, wo wir denken, dass sie nicht keine Scam-Buden oder falsche Projekte haben, halt auch nicht sicher sind, wie es da jetzt weitergeht. Also wenn ich mir Ja angucke. gut, die Marktführer machen momentan auch keine so gute Figur. Bondora hat man Probleme, sein Go and Grow Guthaben auszahlen zu lassen und Es dauert Mintos Wochen, mit bis man das kriegt, ja. seinen ganzen Anbahnerproblemen und jetzt haben sie, keine Ahnung, auf 6 Verlängerungen erhöht und es ist wohl auch gerade im Gespräch, alles nochmal auszusetzen und Forti wird jetzt auch irgendwelche. definitiv kollabieren, ne? So wie es aussieht. Obwohl, da ist gerade gestern noch mal Geld Bei zurückgekommen. Afforti oder bei Monego? Bei Forti. Nee, Afforti. Ehrlich? Ah, okay. Da haben einige Leute Geld gekriegt, tatsächlich. Ja, Ah, ja ja. aber, also, es sind ja zwei Geschichten, die leider zeitlich wieder mal kollidiert sind und das Ganze noch schlimmer gemacht haben. Einmal diese Scam-Geschichten. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man die rausfiltern kann, also neben den offensichtlichen Red Flags, die es halt so gibt, die man mittlerweile abgrasen kann. Aber wenn es um Immobilienprojekte geht, tatsächlich müsste man halt wirklich physisch fortgehen und das sich da jedes einzelne Mal angucken. Ne? Das ist halt die eine Sache. Die andere Sache, und das ist ja, was jetzt halt wahrscheinlich in den nächsten Monaten noch viel mehr durchschlägt und noch viel mehr Plattformen zumindest mal ins Wanken geraten lässt, ist ja die ganze Liquiditätsproblematik. Deswegen ist ja, gibt's ja Auszahlungsverzögerungen bei Viventor, bei Bondora, bei Mintos gibt's ja die Probleme mit den Anbahnern. Wenn man sich mal die Zahlen von Krediten, die auf dem Primär- und Sekundärmarkt zur Verfügung stehen, anschaut, dann kann man sich auch schon seinen Teil denken. Ist ja die Liquiditätsproblematik. Die Leute haben Panik und ziehen ihr Geld ab. Und das ist natürlich aus persönlicher Sicht will man sicherlich sein Geld haben. Das ist dann auch vernünftig. Aber wenn man so mal den gesamten Blick über die gesamte Branche und vielleicht nicht nur P2P, sondern generell die Finanzwelt, die Börsen etc. anschaut, dann ist halt dieser massive Abzug von Liquidität halt schon ein enormes Problem und speziell ein Problem für die P2P-Plattform, denke ich mal. Daher denke ich, dass in den nächsten Wochen, Monaten auch reguläre P2P-Plattformen, die vielleicht jetzt nicht unbedingt nur Geschäftskredite anbieten, aufgrund des Geldabzugs schon Problemchen kriegen werden. Wobei das halt daran liegt, dass sie die meisten darauf bauen, dass sie nur was verdienen oder für einen Plattformerhalt haben, wenn sie neue Kredite ausgeben. Also diese Genau. Nachhaltigkeit hintenrum, ich meine sowas wie, schau dir mal Linked Finance an, die auch kassieren, wenn Zinsen reinkommen, also die dann auch dran verdienen, dass sie beim das Geld eintreiben. Die werden vermutlich auch Probleme haben, aber ich denke halt so ein Geschäftsmodell, wo dann halt über die ganze Laufzeit des Kredites verdient, ist vermutlich stabiler wie jetzt halt eins, wo immer darauf angewiesen ist, dass frisches Geld nachkommt. Ja, richtig. Ich denke mal aber, da wird sich Mintos beispielsweise auch, wenn sie, haben sie ja heute auch verkündigt, dass sie die zwei Lizenzen haben wollen, diese E-Money-Lizenz und noch irgendwas anderes, glaube ich, als Investmentgesellschaft. Das geht ja dann Ja, auch in die wobei das Richtung. war vielleicht nicht unbedingt die beste Idee, das vorher bekannt zu geben, weil wir wissen ja alle, dass Mintos nicht die beste Plattform ist, wenn es darum geht, Lizenzen zu bekommen. Ha, ha. FCA, ne? Aber sie haben auf jeden Richtig. Fall schon mal angekündigt, dass sie Zweitmarktgebühren wieder einführen werden, nach 2 Jahren oder so. Also da wollen sie auch auf jeden Fall nochmal dran mitverdienen und ein bisschen Geld in die Kassen Ja. spülen. Und sie haben Finde auf ich jeden aber Fall ein Drittel aus. ihrer Belegschaft schon entlassen. Also sie sehen die ganze Sache also auf jeden Fall auch schon sehr ernst. Und wir müssen mal sehen, wer so durch die Krise durchkommt, ne? Ja, dieses Belegschaft entlassen haben ja alle Plattformen so durch die Blume, wenn man mal den Newsletter von Swapper gelesen hat, da ist es auch mal durchgedrungen, dass da ein paar Mitarbeiter gehen durften. Aber diese Zweitmarktgebühren finde ich tatsächlich gar nicht so schlimm. Also aus Mintos Sicht macht Sinn halt, ne, dass nicht noch mehr Geld abfließt. Und aus meiner Sicht ist es mir eh egal, weil ich aktuell eh nichts verkaufen werde, sondern einfach nur noch die Discounted-Kredite mehr hole. Ob das dann am Ende Ja, zum dann gibt Ziel es aber führt, nicht mehr so keine viele, Ahnung. ne?
Ja, das ist halt die Sache, ne? Ja, wobei, wenn jemand mit 15% oder 20% raus will, unbedingt, was wir jetzt ja deutlich sehen, dem sind dann die 0,8 oder was es waren, völlig Bombe. Die sind dann auch egal. Weißt du? Also. Wenn man sich mal andere Zweitmärkte anschaut, vielleicht jetzt von anderen Plattformen, wie Wisefund oder so, da gibt's, hab heute erst gesehen, da gibt's einen, der hat, keine Ahnung, 15.000 Euro oder so, sondern 14.000 Euro in ein Projekt gesteckt. Fand ich schon mal ziemlich krass. Und der hat den dann auf dem Zweitmarkt für 50% Abschlag eingestellt. Finde ich halt auch kann krass heftig. Ja, nehmen wir die Gebührengeschichte, kennt man von anderen Plattformen auch. Also ein Finbi hat Gebühren, ein Estate Guru hat Gebühren, ein Exporo hat Gebühren, also das Juwo auch. Halte ich jetzt für völlig. Also legitim. Eigentlich gibt es keine Plattform außer Mintos, die keine Gebühren doch, haben. Doch, Vivento hat keine. Aber das, ja gut, die Plattform kenne ich nicht. Soweit bin ich im Alphabet nicht vorgedrungen. Ich kann dir einen Link schicken, Dirk. Nein, danke. Das ist ja eins der Übel laut der Ente, ne? Das Affiliate-Thema, warum ja die ganzen bösen Scam-Buden aus dem Boden geschossen sind. Ja, und der Zweitmarkt ist auch das Übel, aber auf jeden Fall auch für Mintos, weil es gibt ja da durchaus Zeitgenossen, die jeden Tag 10-mal sämtliche Kredite reinstellen, in der Hoffnung, dass es dann von Invest and Access aufgekauft wird, weil dann läuft ja jedes Mal der Algorithmus durch und so ein paar werden immer gekauft. Und wenn man das natürlich so 10, 20 Mal am Tag macht, wird natürlich der Server entsprechend belastet. Und ich denke, das ist durchaus auch eine der Überlegungen von Mintos, das damit zu unterbinden. Man kann auch handeln. Ich meine, es reicht dir ja, ich überlege mal, ein Spread von einem Prozent reicht dir doch, wenn du weißt, dass sie gerade die Dinger für 15% weggehen auf dem Zweitmarkt und du kaufst sie zu 17 auf. Ja, ich hatte auch schon die Idee, dass man, ja gut, nicht exklusiv, die haben sicherlich auch andere Leute. Die haben einige gerade, ja. Dass man halt diese ganz verspäteten Kredite hat und dann wirklich die rauspickt. Auch das, ja. Die einen Tag vom Buyback stehen. Aber, ja, ich sehe schon, da sind die Zweitmarkt-Experten unterwegs, die den Server aber in die Knie zwingt. Ja. Das sind wir ja beim Thema. Was macht ihr denn jetzt mal ganz ganz frei und ehrlich gesprochen. Wie sieht's aus? Wie sieht euer Investment Approach sozusagen aus, wenn es um P2P geht und vielleicht auch darüber hinaus? Also ich habe tatsächlich sämtliche Auto-Invests gestoppt bei allen Plattformen, außer bei Mintos auf dem Zweitmarkt. Also falls jemand ab -30% Kredite anbietet, dann nehme ich die noch, aber echt? Alles darunter könnt ihr haben. Kriegst du meine A40 für -30%? Ja, die kannst du ja leider nicht anbieten. Schade. Scheiße. Nee, also ich handle sowieso fast überall eh nur über ohne Auto-Invest und ich habe beim Mintos kaufe ich auch noch aktiv. Habe auch sogar noch nachgelegt die letzten Wochen, immer mal wieder ein bisschen. Jetzt keine Riesenbeträge, aber so ein bisschen. Und Estate Guru, läuft der Auto-Invest noch tatsächlich? Lasse ich auch laufen. Mutig. Ach, Immobilien da. Ich rechne einfach nicht mit dem Totalverlust. Ich rechne vielleicht schon, dass es vielleicht. Ja, wobei gibt's. Der Philipp hat ja vorhin gesagt, bei Immobilien weiß man nicht so genau, ob es Betrug ist, wenn man nicht vor Ort war. Aber es gibt auch Immobilien, die es gibt und die trotzdem Betrug sind. Ja, das haben wir ja bei Bergfürst und Exporo schon gesehen. Ja, aber Immobilien, die nichts wert sind, am Schluss kannst du natürlich auch geben. Aber tatsächlich, vielleicht wird das Urvertrauen in Estate Guru auch erschüttert irgendwann. Aber im Moment glaube ich, dass die tatsächlich ein vernünftiges Research machen. Die haben ja immer Gutachten oben. Die haben schon einiges versteigert und verwertet. Also Bis jetzt ist nichts bekannt in der Errichtung. Ne? Ist ja auch gerade noch ein bisschen lukrativer sozusagen, weil das Risiko ja trotzdem auch für die gestiegen ist und dementsprechend auch die Zinsen ein bisschen angehoben werden, wie überall. Ja, das LTV haben sie gesenkt jetzt, ne? Also die Zukunft, genau. Nehmen sie gegen. Aber hat nicht sogar die Ende Estate Guru fast eine grüne Karte gegeben? Also ja, zumindest gab es da von ihm aus, meinte er, nichts Böses zu kennen, ne? Selbst Crowdestor hat er eigentlich eine grüne Karte gegeben.
Ja, da ja, ist also ja mal auffallend zurückhaltend. Also das sollte einem dann vielleicht auch zu denken geben. Da gab es ja schon die Gerüchte, ob das nicht eventuell ein von Crowdestorm beauftragter Mitarbeiter ist. Genau. Aber zurück. Thema. Also genau, ich habe ansonsten wie Ventor investiere ich auch noch. Neo Finance lasse ich auslaufen, so langsam und zäh, wie das halt geht. Aber das habe ich auch schon vorher angefangen, weil mich das überzeugt hat. Bei Finbi schwanke ich immer so ein bisschen hin und her, jetzt wo der litauische Staat eingestiegen ist. Der kauft jetzt ja tatsächlich Geschäftskredite, nur Geschäftskredite, keine Konsumentenkredite, kauft er ab ihn oder halt investiert er auch rein. Habe ich jetzt doch nochmal ein paar Euro nachgelegt, also nicht nachgelegt, sondern reinvestiert, werde es aber dann nicht weiter aufstocken, werde es vielleicht ein bisschen abbauen, aber ganz raus, also mit Verkaufen auf keinen Fall. Das ist klar, das sind echte Kredite hinten dran. Da habe ich jetzt keine Bedenken, dass da jetzt extrem viel Betrug ist. Also extrem viel Betrug von Seiten der Plattform. Vielleicht schon der ein oder andere Kreditnehmer fraudmäßig, so wie bei Bondora auch, aber halt nicht die ganze Plattform. Mhm. Genau. Was habe ich noch? Peerberry lasse ich noch laufen, habe ich aber innen keinen allzu großen Betrag drin. Groupier habe ich abgeschrieben. Monetäre ist abgeschrieben. RoboCash habe ich auch ein bisschen was noch drauf. Da habe ich, weil ja vor ein paar Monaten so ein ziemlicher Cash-Track da war, habe ich da einen großen Teil abgezogen. Da werde ich auch nichts mehr nachlegen. Das werde ich jetzt so vor sich hin dümpeln lassen. Also eigentlich lasse ich vieles einfach weiterlaufen. Linked Finance habe ich tatsächlich auch gestoppt, den Auto-Invest, weil ich denke, dass die irischen Geschäftskredite Probleme kriegen werden, vor allem was jetzt Restaurants, Hotels und so Sachen angeht. Also da habe ich auch kein gutes Gefühl, da möchte ich im Moment auch nicht wieder weiter investieren. Ich habe ja eh jetzt einen über 10% Anteil P2P im Portfolio, was jetzt nicht an P2P liegt, sondern an der Börse liegt. Deswegen ist es jetzt kein Fehler oder ist es auch für mich sowieso okay, dass ich da jetzt eher ein bisschen abbaue. 10%. Lach. Bei mir lag es auch an der Börse, dass der jetzt so hoch ist. Hust. Genau. Ja, bei mir natürlich auch. Also es ist ja unglaublich. Über 1K, also fast 1,5K kann ich jetzt abschreiben bei Groupier, dann sinkt es auch nochmal automatisch ein Stück. Das ist auch schön. Es ist auch eine Art von Rebalancing, ja, kann man so sagen. Und was machst du, wenn das Geld dann doch plötzlich überraschend zurückkommt? Ja, sofort in die Börse stecken natürlich. Also ich kaufe jetzt auch fleißig weiter ETFs. Ich habe da überhaupt keinen Schmerz. Ich habe jetzt vor 2 Tagen, keine Ahnung, irgendeinen Pazifik ETF wieder gekauft. Asien Pazifik. Aber schon was sehr Spezielles wieder. Ja, ja, ja. Ja, so ein. Du sollst doch keine Länderwetten machen. Ist halt doch ein Zocker. Da müssen wir nochmal so insgeheim. Kein Land, eine Region. Also ich habe natürlich, ich halte mich ja an den Herrn Koma und habe da meine Region, die ich dann immer wieder aufbaue. Und als nächstes muss ich mal gucken, ob ich Amerika oder Europa. Du weißt Europa schon, brauche. Wie die Asiaten bei ihren Infizierten gemogelt haben, ne? Ja, ja, ich weiß. Aber da wie ja, wir ja, es auch ja. tun. Ob es absichtlich oder unabsichtlich ist, weiß man nicht. Gut, also ja, Dirk, hast gestoppt und guckst jetzt mal, aber Vertrauen verloren. Thomas, du investierst eh nur manuell, aber ansonsten auch noch so ein bisschen in die ETFs und so weiter, ne? Ja, ja. Aber bei Peerberry kann man doch nicht manuell investieren. Also ich meine, kann man schon. Doch, man kann natürlich. Kann man. Da muss man aber schon sehr viel Zeit haben, ne? Na, wieso muss man da viel Zeit haben? Homeoffice. Auch das. Es reicht, dich einmal einzuloggen und die Kreditliste zu sortieren nach höchstem Zinssatz und dann machst du 4 Klicks. Ja, aber das kann auch dein Auto-Invest machen. Wieso ja, machst du das manuell? Dann, also das hat ja nun ja, wirklich keine Logik. Der dann, wenn ich den auf 13% gesetzt habe, in die 13% dann nicht in die 14% investiert, ist doch klar. Richtig. Ja, dann setz ihn doch auf 14%. Ja, das muss man halt wissen. Hast du deine 15 Grad? Es gibt heute keine 15er. Deswegen habe ich gerade Cash Drag bei Peerberry. Also ich habe auch alle Auto-Vests, ne, stimmt nicht ganz, aber fast alle Auto-Vests ausgeschaltet. Liegt aber einfach daran, dass ich mich gerade überall am Zweitmarkt bediene, tatsächlich. Bei Mintos gibt's ja -20% teilweise. Ja, heute glaube ich nicht, aber so um den Dreh rum. Bei Juvo gab's irgendwie bis -16. Viventor ist auch ein bisschen. Da versuche ich mich tatsächlich überall am
Zweitmarkt zu bedienen. Und sonst irgendwo Neo-Finance lasse ich nicht auslaufen. Da habe ich eh schon relativ strikte Kriterien gehabt. Die habe ich halt noch mal ein bisschen strikter gefasst, sodass da eh fast kaum Kredite in meine Kriterien erfüllen. Aber das ziehe ich halt durch. Was ich jetzt halt gemacht habe, wieder, das habe ich aber eh schon vorgehabt seit längerer, dass ich den Immobilienanteil halt noch ein bisschen mehr steigere. Also sprich Estate Guru, Evo Estate, Crowd Estate, Bulk Estate, die habe ich ziemlich massiv ausgebaut. Und ich habe tatsächlich mal wieder sowas wie Swapper und Trino hinzugefügt. Lag aber hauptsächlich an der an den aktuellen Aktionen und Ländermarkt. Trino, waren die Market nicht schon fast pleite? Ja, aber die haben sich tatsächlich gemacht von den Geschäftszahlen, wenn man sich das mal so anguckt. Und die kooperieren jetzt auch mit Via Invest. Und bei Crowd Estate kann ich dir ein paar Kredite vermitteln. Da habe ich, glaube ich, noch 5. Die suchen verzweifelt einen Käufer. Lass mal. Immer pünktlich gezahlt. Die haben ja auch im Vergleich zu Estate Guru deutlich schlechtere Zahlen. Hallo? Ja. Das ist ja wohl schaut mal überhaupt an. Ich nicht glaub, wahr. Letztens habe ich es irgendwo gesehen, da gab es einen schönen Vergleich von beiden, was so Kredite in Verzug und Kredite in Abwicklung angeht, wesentlich schlechter. Ja, die haben eine Zeit lang richtig gepennt bei ihrer Due Diligence. Da habe ich auch aber natürlich nicht zu dem Zeitpunkt, als ich die Projekte gekauft habe. Über Flender, ich weiß. Ja, Flender ist übrigens die einzige Plattform, die noch keine komischen Mätzchen gemacht hat und bis jetzt pünktlich zahlt bei mir. Ich bin ja sehr gespannt, ob die Exporo-Bestandsprojekte, die sind ja jetzt, glaube ich, nächste Woche fällig, ob ich da pünktlich Geld bekomme. Ah, da habe ich meins verkauft, by the way. Auch zu welchem Preis? Aufpreis oder mit Abschlag? 1.005 Euro oder sowas. Also 5 Euro. Ah, also 25 Euro Verlust gemacht. Wieso 25 Euro? Gebühr. Nö, ich habe keine Gebühren gezahlt. Na, dann schau noch mal genau auf den Konto aus. So. Ich habe definitiv 1.000 irgendwas gekriegt. Irgendeine Steuer ist noch abgezogen worden, aber keine Gebühren tatsächlich. Na Thomas, da gucken wir jetzt aber ein bisschen seltsam. Ja, das schauen wir uns mal an. Schaut mal nach. Das ist der Blubberbonus. Hat, oder das war das andere Exporo, das estnische Exporo. Ja, aber ansonsten, neben der ganzen Geschichte, ich schieße hier und da noch ein bisschen nach, wie gesagt, zu Immobilien, aber ist ein bisschen weniger. Den Großteil des Cashflows, was mir so zur Verfügung steht, habe ich jetzt tatsächlich auch auf den Aktienmarkt geschmissen. Weil da gibt's halt, also das muss man halt einfach sagen, das ist nicht... Vielleicht nicht Once-in-a-Lifetime-Situation gerade, aber es ist halt schon, also da gibt es schon Aktien von Unternehmen, die wirst du in den nächsten 10, 15 Jahren vermutlich niemals so niedrig sehen wie jetzt. Naja, wobei einige sagen ja durchaus, es ist wie mit den Erkrankten und der Corona-Krise, wir stehen erst am Anfang und wir werden da noch viel, viel tiefere Stände sehen. Ja, da kann man ja nachkaufen. Schmerz. Ja, man darf halt nicht alles gleich verpulvern, ne? Immer schön. Das ist natürlich, Schritt für Schritt. Richtig. Oder immer 100% investiert sein. Genau. Ja, das ist aber eine doofe Idee. Wieso? Du hast ja den Hochsprung. Ja, wenn da nichts verpasst ist. Ja, aber das ist ja immer, du wartest ja immer auf dem Boden. Immer. Ja, aber in dem Fall würde ich tatsächlich noch ein bisschen länger auf den Boden warten. Mhm. Aber gut, das muss natürlich jeder selber wissen. Ja, ich warte auf gar nichts. Oder wir fragen nochmal Dirk Müller. Ist dein Klaus? Fragen lieber den Klaus. Der Klaus hat's richtig gemacht, ne? Ach, der Klaus. Ah, ja. Gut, wir sind ja schon wieder ziemlich weit hier heran, gell? Mhm. Ja, dann haben wir die Lage hiermit irgendwie erörtert, würde ich mal sagen. So halbwegs. Ja, ich denke, für wie es weitergeht und wie die Plattformen weitergehen, fällt uns bestimmt noch eine dritte Folge was dazu ein, oder? Ja, ich fürchte, die nächste Plattform lässt nicht lange auf sich warten. Und vielleicht ist es ja dann mal eine ohne Betrug, die ganz ehrlich zugrunde gegangen ist.
Ja, und obwohl wir wünschen es natürlich niemandem. Nee, nicht, wir wünschen es uns auch nicht, ne? Also wir haben jetzt ja schon genug Federn gelassen, um im Also ich hätte gerne mal eine Plattform, in die ich nicht investiert bin. Ich möchte nicht jede mitnehmen. Also es gibt jetzt noch genug, die quasi an mir vorbeigehen könnten. Ja, vielleicht tust du auch mal einen Blog veröffentlichen und sagen, welche Plattformen, wo du überall investiert bist, und dass man dann sich daran orientieren kann und in diese Plattform nicht investiert. Genau, in diese nicht. DX-Plattform. Nutzen Sie nicht diesen Link, nehmen Sie irgendwas anderes. Das ist eine schöne Idee. Ja, und vor allem nächstes Mal können wir ja schon über wahrscheinlich 4 Plattformen mindestens eine Rückschau halten, was sich getan hat oder nicht. Und ja, ich hoffe keine 5. Ne? Ja, so langsam wird's unübersichtlich. Ich hoffe es auch nicht, aber ja, sagen wir mal so, jetzt ist halt die Situation, egal ob Scam oder nicht, es könnte halt durchaus den einen oder anderen treffen. An alle, die irgendwo investiert sind, es lohnt sich auf jeden Fall, das Volumen der Kredite im Auge zu behalten von den Plattformen, weil meiner Meinung nach kann es halt jeden treffen. Das ist ein schönes Schlusswort. Gut, dann würde ich sagen, Dankeschön an euch beiden. Gerne. Ja, wir danken auch. Und bis zum nächsten Mal. Genau, bis zur Folge 3. Bis dahin. Dann. Ciao. Ciao. Ciao.